heute ein Experiment, oder? Ein Lehrvideo zur Implantation eines TFN bei Pferdochondera Femurfraktur. Dr. Daniel wird das operieren. Ich werde es kommentieren. Liebe Schwester Johanna, liebe Schwester Sonja. Erkan steht im Weg. Ja. Erkan steht im Weg. Stefan kümmert sich um das Röntgen. Ja. Mein Kollege von Anästhesie. Das Wichtigste bei der OP ist die Lagerung, oder? Und die ganze Vorbereitung, dass alles passt. Das heißt, wir verwenden zwei Bildwandler. Man könnte es auch mit einem Bildwandler machen. Bei uns im Haus ist üblich zwei Bildwandler. Die Einstellung der Bildwandler ist entscheidend, dass man alles gut sieht. Und das Allerwichtigste neben einer versierten Chirurgin ist natürlich eine tolle Schwester, die oder ein guter Bruder, der das Implantat kennt und seine Eigenheiten. Wir lagern eigentlich immer am Extensionstisch. So, wir sind mit der Reposition eigentlich zufrieden. Wir kontrollieren es immer im axialen Strahlengang. Hierzu ist es ganz gut, weil man es ein bisschen einstellt, um die Antitorsion des Schenkelhalses zu berücksichtigen. AP steht jetzt auch anatomisch, gelingt nicht immer so gut. Meistens funktioniert es eben durch Extension und leichte Innenrotation, wobei darauf zu achten ist, dass die Patella nach oben zeigt und nicht zu sehr nach außen oder nach innen sozusagen, um hier Fehlstellungen zu vermeiden. Meistens ist die Reposition dann perfekt, wenn sie ein bisschen nach innen zeigt. Vor jeder Operation ist natürlich extrem entscheidend, das Team Timeout, oder, nach WHO zu machen. Liebe Schwester Sonja. Patientenidentität ist überprüft. Ist überprüft. Das ist ja wunderbar. Art der Operation, Stelle und Seite. TFN, rechte Seite. Equipment ist überprüft und einsatzbereit. Jawohl. Sind irgendwie Bewegungen oder Abstriche geplant? Nein. Sind kritische Situationen zu erwarten? Nein. Blut- und Grünungsprodukte auf Abruf vorhanden? Das sind vier Kassenabruf, ja. Vier Konserven auf Abruf, jawohl. Gibt es sonst noch irgendwelche offenen Fragen, bitte? Nein. Passt. Das Team kennt Sie. Danke. Sehr gut. Der nächste wichtige Schritt ist das sterile Waschen des Operationsgebietes. Wir waschen das gesamte Bein von Nabel eben nach unten bis zum Sprunggelenk. Der Standard-TFN ist 11 mm breit. Gibt es auch schmäler und breiter, also 10, 11, 12 mm wird es geben. Der Standard ist 11, funktioniert in den meisten Fällen recht gut. Wir nehmen überwiegend 130 Grad, man kann auch 125 Grad nehmen, wenn der Schenkelhals ein bisschen flacher ist. Zuerst wird der Nagel eben ans Zielgerät, an den Zielbügel fest angeschraubt. Und danach kontrollieren wir, ob die Zielhülse auch das Loch trifft. Er kann den Sauger könnten wir abschalten. Danke dir. Genau, die Hülse passt eigentlich nur in einer Form rein, nämlich die abgeflachte Stelle kommt so nach oben. Und danach testen wir, ob das gut funktioniert. Das ist perfekt, optimal. Dann wechseln wir noch nach Distal, schauen, ob das auch funktioniert. Hier kann man statisch und dynamisch verriegeln. Wir verriegeln eigentlich immer statisch. Auch das funktioniert perfekt. Vielen Dank. Dann können wir anfangen. Hautschnitt ist, beginnt eben proximal bei der Nagel-Einbringstelle. Wir markieren uns meistens mit der, also ich drehe meistens so das Skalpell um, oder dass man schaut, wo der Trochanter Major ist. Und auf der Höhe vom Trochanter Major macht man dann eine Inzision, 3 cm in etwa. Genau, ja, die Höhe ist nicht schlecht. Liebe Anästhesie, Hautschnitt geht? Ja, steht jetzt 13:55 Uhr. Ja, ein bisschen nachschauen. Mhm. Messer. Aber vielleicht wäre ihm auch der 125er gut gegangen. Mhm. Genau, nach dem Hautschnitt folgt die Darstellung des Traktus, fast hier sozusagen. Der Traktus wird eröffnet und der Prim zur Eröffnung des Marktraumes angesetzt. Man könnte auch in vielen Häusern
wird es mit einem Zinkohrdraht gemacht. Das hat Vor- und Nachteile. Wir haben eigentlich mit dem Frieden die besten Erfahrungen. Es ist wichtig, dass man auch die Höhe ertastet. Ja, das wäre ein sehr guter Eintrittspunkt. Vielleicht noch ein bisschen nach lateral. Lateral? Ja, lateral, ja, ein bisschen. Ein Millimeter. Ja, optimaler Eintrittspunkt ist wirklich die Trochanter Spitze. Ja, das ist perfekt. Wenn du den erwischt, ist gut. Und den Pfriem, der hat eh so eine Spitze, den kann man so ein bisschen am Periost ansetzen oder halt am Knochen und da verrutscht man nicht. Achsel ein bisschen absenken, und bitte. Das ist optimal, ja. Hin. Die Richtung ist, wie ich gerade angezeigt, so ein bisschen die Hand absenken, damit man schön da so nach oben reinkommt. Zielrichtung ist das Knie, du machst das perfekt. Ja, ja, dann brauchst du nicht mehr. Draht. Als nächstes wird der Zielbohrdraht in den Markraum oder der Markraumbohrdraht eingebracht. So, beim Einführen spürt man unten das Knie und beim Einführen auch spürt man, dass es so ein bisschen rattert, dass du wirklich im Markraum drinnen bist. Das schaut sehr gut aus. Schauen wir zur Sicherheit einmal axial. Da muss man ein bisschen so wegziehen zu uns. Ja. Das ist, glaube ich, gesperrt. Liebe Tatjana, einmal den Markraum zeigen, um sicher zu gehen, dass der Vordraht auf 100% die beiden Ebenen im Markraum drinnen ist. Ja, schaut sehr schön aus. Super, das passt. Gut. Als nächstes wieder abschwenken. Nächster Schritt ist die Eröffnung des Markraums. Das kann man mit dem Herrn Handbohrer machen oder hier mit dieser flexiblen Bohrwelle unter Weichteilschutz. Da kann die Assistenz ein bisschen so helfen. Genau. Und da gibt es, das ist vorgegeben, das heißt, da bohrst du einfach vor, bis du anstehst. Genau. Ja, perfekt. Immer beim Rausbohren aufpassen, dass man den Zielbohrdraht nicht unbeabsichtigt entfernt. Und den Nagel bitte. Jetzt können wir den Nagel schon implantieren. Zeigen vielleicht noch einmal kurz her. Genau, das ist eben der Nagel mit dem Zielgerät. Wird eingeführt. Beim Implantieren aufpassen, dass man die Haut, also dass man den Nagel nicht viel berührt, die Haut nicht berührt, um Infektionen zu vermeiden. Die Eindringtiefe wird mit dem Billwander kontrolliert. Das war schon ein bisschen too much. Gut, nun kannst du den Zielbohrdraht aus dem Markraum entfernen. Der Patient hat einen recht weiten Markraum, also man sieht auch hier, ist recht locker, so locker ist es oft nicht. In diesem Fall hätten wir sicher einen dickeren Nagel wählen können. So schaut die Patella perfekt nach oben und das ist okay. Mehr will ich auch nicht. In der Tiefe wäre ich schon auch nicht so schlecht. Nein, das ist okay. Ja. So, dann die Hülse vom Schenkelhals. Messer. Ja. Nun die nächste Inzision zu einbringen. Zum Einbringen vom Zielinstrument für die Schenkelhalsklinge. Das Implantat kann man mit Schraube oder mit Klinge verwenden. Die Klinge hat den Vorteil, dass es zu einer Kompression der Spongiosa führt und dass hier auch im osteoporotischen Knochen ein besserer Halt gegeben ist. Ich nehme ein kleines Raspel. Kleines Raspel. Ja. Dann, ich habe das da jetzt mit Daumen gelöst und dann hakt es hier ein. Wenn man nach rechts tritt, könnte man es dann komprimieren. Die Struktur, aber das brauchen wir jetzt nicht. In der Höhe könnte ich würde sagen, ich gehe noch einen halben Zentimeter weiter rein. Ja. Schauen wir nochmal. Ja, das schaut sehr schön aus. Gut. Perfekt. So,
So machen wir das, wir tauschen Platz. Ja. Mit Ohren. Wenn man das erste Mal so durch die Kortikalis durch ist, schauen wir zum ersten Mal wieder mit dem Röntgen. Genau. Schauen wir mal, wo wir sind. Sind wir auf Rim? Wir sind auf Rim, wir müssen auf Drill. Was ist? Ja, gut, schaut gut. Warte, das ist nicht so schön gerade rein. Axial müssen wir das geht noch nicht, das ist noch nicht. Ja, sehr schön, weiter. Jetzt axial. Ein bisschen zurück. Stopp. Jetzt zurück. Ja, geh noch ein bisschen zurück und tief. Ja, passt. So ist gut. Und jetzt so rein. Ja. Ja, das ist optimal. Wo wollen wir hin? Center, oder? Die Tip-Apex-Distance wollen wir relativ klein haben. Aber ich wäre damit sehr zufrieden. Bist du auch zufrieden, liebe Theresia? Ein Stück die Kante noch. Was meinst du? Achso, tiefer. Ja, ja, noch. Stopp. Ja, das ist gut. Und jetzt das Wichtigste. Bei dem Implantat ist die Längenmessung, denn im Gegensatz zu den anderen Implantaten kann man hier die Schraube oder Klinge nicht mehr weiter rausstehen lassen, sondern es gibt einen definierten Endpunkt. Das bedeutet, man muss bei der Länge, man darf jetzt nicht zu lang nehmen und dann lasst man es halt weiter rausstehen, sondern man muss es ganz reinschlagen. Was messen wir jetzt? 111. Wir messen 111, aber der Vordraht liegt genau auf der Kortikalis, das heißt, der ist sowieso zu tief drinnen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen 111, 110, wir nehmen 100. Bitte, 100 mm ist gut. Das heißt, wir haben jetzt einen Zentimeter abgezogen, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Genau, als nächstes entfernt man die, wie nennt man das? Innenhülse. Die Innenhülse für den Vordraht und bohrt mit dem, aber jetzt machen wir nur die, das ist, warte mal, ja, ja genau, da wird nur die laterale Kortikalis, ja genau, es wird nur die laterale Kortikalis aufgebohrt und innen, ja, du hast die hier schon ein bisschen ansteht, genau, schau mal, wie tief das ist, ja, ja, genau, fertig, das war's auch schon. Und damit man eben den wertvollen Knochen im Schenkelhals und im Femurkopf nicht verliert, und diesen Knochenverlust zu vermeiden, nehmen wir die Klinge und damit schlagen wir das rein und können das eben gut komprimieren. Macht und Draht ist in der Maschine? Ja. Wie viele hast du schon operiert von denen? Ich weiß es nicht, kann es gar nicht sehen. Also kooperativer Zusammenarbeit. Das heißt, das muss jetzt richtig. Genau, das ist richtig. Drauf. Geht, ja. Muss weg. 100. Als nächstes wird die Klinge eingebracht. Und auch die. Hier ist eine gelbe Markierung. Und genau. Und es geht auch nur in einer Form rein. Genau. Jetzt bist du drinnen. Und ab jetzt, genau, jetzt nur noch rein. Also hier halten und wenn du es reinhämmerst oder reindrückst, dreht es sich automatisch. Wie in einem Gewehr hat das so Züge, damit das eben vorgegeben wird. Ja? Genau, ich schau einmal zwischen, also mindestens einmal würde ich schauen, nur sicher zu gehen, dass der Zielvordraht nicht ins Acetabulum oder kleine Becken vorgebracht wird. Genau. Und jetzt nochmal schauen, ich würde so 1 cm vor Ende nochmal schauen, ob wir eh zu lang sind. Aber das passt, kannst komplett einschlagen. Das ist optimal. Und jetzt hat sich hier der gelbe Strich mit dem gelben Strich zusammengelagert. Und das Implantat ist in optimaler Position. Perfekt. Jetzt aufmachen. Kann man hier zurück? Genau. Wenn das zu fest ist, kann man es auch mit so einem, da gibt es so einen Stab. Ja, Moment.
Mhm. Hinten rein? Ja, man könnte auch mit oder den Stiftschuss noch. Ja, das. Gibt das oder das. Nein, nein, guck mal. Genau, und dann einfach abziehen. Da drauf. Und zwei Kerne. Genau. Einmal zurück. Mhm. Flachzange? Ja, Flachzange. Das kommt aber bitte wieder hin. Warte, mach ein Röntgen, um sicher zu gehen, dass optimal. Perfekt. Nein, das genau. Mhm. So, jetzt die Maden. Der nächste Schritt ist das Festziehen der Madenschraube. Hier gibt es einen flexiblen und einen geraden Schrauber. Bei ihm wird er wenig Weichteile, ist der gerade sehr gut. Liebe Tatjana, würdest du den axialen Bildwandler ein bisschen abschwenken? Ja. Perfekt. Die Madenschraube ist schon drinnen. Die ist schon drinnen. Beim TFN ist die Madenschraube schon implantiert. Das heißt, du kannst sie anknallen und nachher ein bisschen wieder zurückziehen. Genau. Hat den Vorteil, dass es nicht so, dass man sie nicht verlieren kann. Achso, das ist der flexible. Ja, nein, der ist sehr optimal. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der manchmal ein bisschen hängen bleibt. Da kann man ihn mit leichten Hammerschlägen entfernen. Es ist relativ lange Gewindegänge, also du musst relativ das überraschend lange drehen, wundere dich nicht. Das passt super. Ja, bis es fest ist. Und dann einmal zurück. Stopp, das geht. Perfekt, na bitte. Das wäre ganz einfach gegangen. Das muss ich dich reinmachen. Ja, ziemlich. Ist das fast schon gut so? One. Da musst du nicht. Eigentlich muss man da nicht schauen. Jetzt mit dem Bohrer bis an die laterale Kortikalis. Jetzt bist du dann. Und jetzt bohren. Bis du bei der Gegenkortikalis anstehst, dann misst du das erste Mal die Länge und nimmst 5 mm länger. Ja, schau mal, jetzt könntest du einmal schauen. Ab jetzt. Ob wir auf das richtig, weil diese Methode, nein, wir sind nicht ganz ran. Das heißt, schau mal, jetzt, yes, yeah, jetzt probier's mal. Oh, gut. Ja, das wäre gut. Nehmen wir 38. 38, Sonja. Dann wird die Innenhülse entfernt. 38. Ja. Aha, alle haben schon. Wir haben schon. Alle wollen. Wir haben schon. Ja. Einmal die Runde gegeben. Hier gibt es eine Rille, die zeigt genau an, wie tief sie ist. Wichtig ist, ab dann mit genau einmal schauen, ist gut. Und ab dann mit Gefühl, denn man kann auch hier einbrechen. Gell? Das heißt, bis du anstehst und das genügt dann eigentlich. Das Gefühl, das steht, ja, mehr noch, das müsstest du eh spüren. Sieht schon gut. Nein, das ist aber bis jetzt erst wieder kortikal. Ist. Ja. Genau. Ja, so ist gut, optimal. Sehr gute Länge. Kannst du entfernen alles. Und jetzt kannst du auch die Zielbügel entfernen. Die Operation ist zumindest, was das Implantieren betrifft, beendet. Jetzt werden wir noch schön spülen und die Wunden schichtweise verschließen. Lieber Kollege, 10 Minuten. Ja. Spülung wieder? Yes. Gleich noch Abschlussbilder machen, Tatjana. Ja, wir haben Abschlussbilder. Wir haben in dem Fall eigentlich keine. Ja. Genau, die Abschlussbilder, Distal und Proximal, die zwei Ebenen, um das Operationsergebnis zu dokumentieren. Ein bisschen. Auch was schauen wir? Wir wollen die ganze Hüfte. Und den Trochanter noch, dass man ganz drauf haben. Der Trochanter muss sichtbar sein. Nein, das war ein bisschen zu viel. Obwohl, ja, es ist eigentlich sehr schön. Okay. Ja, so ist optimal. So, jetzt war wieder ein bisschen too much in die eine Richtung, aber jetzt ist genug, ist gut. Ja, perfekt. Das ist das axiale Bild. Ja.
die Klinge in optimaler Position, wenn da der Schenkelhals ist, die Klinge genau in der Mitte, Center, Center. Dass die Schraube noch bei genau über dem Nagel ist. Bild, genau, muss man so einschwenken, dass man die Schraube sieht, dass sie wirklich auch im Loch ist, im Nagel, denn es kann auch hier Überraschungen geben, dass man doch vorbei von ihr ist. Ja, das ist schön. Ja. Jetzt haben wir es, oder? Vielen Dank, liebe Susanne. Nein, wir hatten keinen Blutverlust, daher können wir in dem Fall auf die Einlage von Rädern-Drainagen verzichten. Prinzipiell verwenden wir schon Rädern-Drainagen bei proximalen Femurfrakturen, aber er hat zu wenig Weichteile, er hat null Blut verloren, blutet jetzt in keinster Weise, also würde ich in dem Fall darauf verzichten. Die Faszie verschließen wir mit resorbierbaren Polysorbfäden der Stärke 1. Wichtig ist, dass die Faszie gut verschlossen ist. Dann ein paar Subkutannähte, die Haut in Einzelknopftechnik.